Videobewerbungen fallen auf und sind beliebt bei Recruitern. Damit du als Bewerberin oder Bewerber mit deinem Video voll überzeugst und kontaktiert wirst, gibt es eine Reihe von Tipps und Tricks, die deinen Film besser machen können. In diesem Video verrate ich dir meine 5 Top-Tipps, die dir dabei helfen, ein professionelles Bewerbungsvideo zu erstellen. Los geht's! Mein Name ist Alexander Lorenz. Ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur Mindnapped. Auf unserem Kanal geben wir dir regelmäßig Tipps und Tricks um die Themen Videomarketing und Filmproduktion. Wenn dir dieses Video also gefällt, lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Videobewerbungen zeigen das, was in einem Lebenslauf oder in einem Anschreiben zu kurz kommt. Dich als Person, dein Auftreten und deine Ausdrucksfähigkeit. Du kannst sie dazu nutzen, um deine Soft Skills unter Beweis zu stellen und deiner Bewerbung eine persönlichere Note zu geben. In einem Video von sich selbst zu überzeugen und sich positiv von der Konkurrenz abzuheben, ist aber gar nicht so einfach. In diesem Video geht es deshalb um Videotechnik, den Inhalt deines Bewerbungsvideos und als allererstes um die richtige Vorbereitung. Bei einem Bewerbungsvideo solltest du nicht einfach so spontan drauf losquatschen. Mach dir stattdessen vorher Notizen, um einerseits nicht den roten Faden zu verlieren, aber andererseits auch nicht zu lang zu werden. Das Skript mit den wichtigsten Informationen zu dir, deiner Motivation für die Stelle, wichtigen fachlichen Qualifikationen und eventuellen besonderen Erfahrungen in dem Bereich, in dem du dich bewirbst, kannst du während des Drehs dann entweder als Unterstützung neben dich legen oder noch besser, du nutzt einen Teleprompter, von dem du dein Skript abliest. Was du auch machen kannst, ist, die wichtigsten Punkte auf Post-its sehr nah an deiner Kamera zu positionieren. Denn das Ziel der ganzen Übung ist, dass du möglichst viel und möglichst lange in die Kamera schauen kannst, weil du dadurch nämlich dein Publikum direkt anschaust. Dein Skript sollte dabei keine Nacherzählung deines Lebenslaufs sein, denn den Lebenslauf schickst du ja auch mit. Achte trotzdem darauf, dass alles, was du in dem Video sagst, mit den Infos aus deinen Bewerbungsunterlagen übereinstimmt. Ähnlich wie in einem Anschreiben kannst du dein Video mit einer freundlichen Begrüßung beginnen. Danach beziehst du dich auf die ausgeschriebene Stelle und überzeugst von dir selbst. Am Ende verabschiedest du dich und bittest zum Beispiel darum, dich zu einem Gespräch einzuladen. Versuche dein Skript kurz zu halten, da das Video normalerweise nicht länger als 2 Minuten gehen sollte. Im Unterschied zu Vorstellungsgesprächen musst du in Bewerbungsvideos virtuell von dir überzeugen. Das allererste, was Personalern an deinem Bewerbungsvideo auffällt, ist die Bild- und Tonqualität. Bist du im Video gut zu sehen und zu hören, hinterlässt du bereits einen positiven ersten Eindruck. Für einen guten Ton empfehle ich dir, dich an einem ruhigen Ort zu filmen und ein Ansteckmikrofon oder alternativ ein Headset mit Mikrofon zu verwenden. Wenn du dein Video direkt am Laptop aufzeichnest, schau mal ins hier verlinkte Video rein, in dem ich dir zeige, wie du eine bessere Bild- und Tonqualität in Videokonferenzen erreichst, was natürlich auch bei der Aufzeichnung deines Bewerbungsvideos am Rechner die Qualität deutlich steigert. Was die Bildqualität angeht, kannst du bereits mit einem aktuellen Smartphone ein ordentliches Bewerbungsvideo erstellen, solange du auch gut zu erkennen bist. Unbedingt empfehlenswert ist hier ein Stativ oder eine andere Möglichkeit, dein Video abzustellen, ohne dass es wackelt oder zu untersichtig aufnimmt. Was in den meisten Fällen sinnvoll ist, ist ein separates Videolicht. Als günstige Einsteigerlösung kannst du ein Ringlicht mit Stativ verwenden. In der Infobox findest du ein kostengünstiges Produkt, bei dem du in der Mitte ein Smartphone oder eine Webcam positionieren kannst. Grundsätzlich solltest du bei einem Bewerbungsvideo genauso gut vorbereitet, gut gekleidet und fit auftreten, wie du es bei einem persönlichen Bewerbungsgespräch auch tun würdest. Das Auftreten vor der Kamera ist aber mit einigen besonderen Herausforderungen verbunden, die ich dir im hier verlinkten Video ausführlich vorstelle. Das Wichtigste ist, schau direkt in die Kamera, sprich möglichst frei, kleide dich angemessen und hab immer eine sichere Körperhaltung. Falls du noch nie vor der Kamera gestanden hast, hilft es, Probeaufnahmen zu machen, vor dem Spiegel zu üben oder mit Familien und Freunden eine Art Testsession zu machen. Wenn du ein Video aufnimmst, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, schau es dir mit ein bisschen zeitlichem Abstand an, versetz dich dabei in die Rolle des Gegenübers und schau, ob du dich von dir selbst überzeugen lassen würdest. Wenn nicht, nimm das Video einfach nochmal auf. Wie immer gilt, Übung macht den Meister, also lass dich auf keinen Fall entmutigen. Zu einem selbstbewussten Auftreten gehört eine gute Argumentation. Helfen tun dir dabei kleine Geschichten. Es reicht einfach nicht zu sagen, du bist ein guter Teamplayer. Erzähl stattdessen eine Geschichte, die zeigt, dass du es wirklich bist. Beim Thema Videoschnitt von Bewerbungsvideos gehen die Meinungen auseinander. Während die einen sagen, ein Bewerbungsvideo sollte in einem Take aufgenommen sein,
sagen andere, dass man durchaus eine individuelle Bearbeitung von seinen Mitbewerbern sich abheben kann. Allgemein kann man das natürlich nicht sagen, da es vom Job, dem Arbeitgeber und den persönlichen Vorlieben des Personalers abhängt. Wenn du dich für einen kreativen Beruf bewirbst, ist es gar nicht so schlecht, deine gestalterischen Fähigkeiten durch einen kreativen Videoschnitt unter Beweis zu stellen. In vielen kreativen Berufen wird schließlich vorausgesetzt, dass man mit einem Schnittprogramm umgehen kann. Damit du etwas zu schneiden hast für dein Bewerbungsvideo, musst du natürlich verschiedene Kameraeinstellungen drehen. Aber übertreib's nicht. Natürlichkeit und Authentizität überzeugen Personaler wesentlich mehr als Filter und Special Effects. Ist deine Videobewerbung fertig aufgenommen und geschnitten, geht's ans Verschicken. Speichere dein Video im MP4-Format ab und lade es auf einer Videoplattform ungelistet hoch. Besonders gut eignet sich meiner Meinung nach Vimeo, da man hier sowohl versteckte als auch passwortgeschützte Videos versenden kann. Du Videos unter demselben Link austauschen kannst und auf Kanalebene entscheiden kannst, deine Abrufzahlen für deine Videos zu veröffentlichen oder eben nicht. Nicht angezeigt werden die Abrufe automatisch, wenn du dein Video ungelistet verschickst. Nützlich ist es besonders, wenn du ein Video an mehrere Arbeitgeber verschicken möchtest, ohne dass es direkt jeder unter die Nase gerieben bekommt, dass du genau das getan hast. Denn das könnte unbewusst zu einer negativen Reaktion führen nach dem Motto, oh, jetzt haut er seine Bewerbung an Tausende raus. Den Videolink verschickst du dann einfach zusammen mit deiner Bewerbungsunterlagen digital. Das Verschicken von Links ist vor allem für den Empfänger wesentlich komfortabler, als wenn du Dateien zum Beispiel via WeTransfer zum Download bereitstellst. WeTransfer ist dabei besonders schlecht, da in der kostenlosen Version die Links irgendwann einfach nicht mehr funktionieren. Videobewerbungen haben eigentlich nur Vorteile, solange sie richtig gemacht sind. Personaler können sich in kurzer Zeit ein Bild von dir als Person machen, was mit einem Anschreiben weniger der Fall ist. Mit den Tipps aus diesem Video bist du bestens darauf vorbereitet, eine professionelle Videobewerbung zu erstellen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deiner nächsten Bewerbung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal bei MindNapped mit Videos mehr erreichen.